bin ja immer ein sehr gefasster. Stopp! Jetzt mal ganz von vorne. Es geht zum größten Fußball-Amateur-Turnier NRWs, dem Hand-in-Hand-Cup powered by Sportwetten.de. Meine Jungs, wie auch im letzten Jahr, das Team von Kick and Quatsch, haben sich mit dem Bus auf den Weg gemacht. Ne? Von Oberhausen nach Dönnisberg. Knappe halbe Stunde Fahrt oder wie ich immer sage, zwei Kisten Pilz für jeden. Wir haben Kabine organisiert, dass wir uns, also Schulumkleider dicht, da wird hier, guck, ist scheißegal. Da wird blank gezogen, ne? Einmal, guck mal hier. Es wurden extra Sporttaschen gepackt. Ist ja nicht herrlich? So, diesmal ein Doppeldecker. Bus, mich haben sie unten hingepackt. So, Kevin, sag mal, Lieder habt ihr vorbereitet, ne? Wir sind gekommen, um heute den Cup zu holen. Endlich angekommen in Dönnisberg wurde direkt mal der Kick-and-Quatsch-Scheck übergeben. Denn Spenden für einen guten Zweck, dafür sind alle 24 Teams auch 2023 angetreten. Und weil das Organisationsteam des Turniers einen richtig geilen Job macht, finden auch immer mehr Promis und Profifußballer den Weg zum Hand-in-Hand-Cup. Wolfgang Rolf, heute auch dabei, mit Sonnenbrille. So, Grillisch, was war los? Und wie ist der Haaland so? Du bist ganz lustig auf jeden Fall, ja. Ja? Guck mal, Darius Watch hat es geschafft zum Hand-in-Hand-Cup. Wir sind so froh, dass du da bist. Die Zaubermaus hoch 18. So, da ist er, Sandro Wagner. Na, Schreck, was ist? Uwe, du hast ja im Griff, oder? Ja, immer. Alles im Griff, alles klasse. Vielen Dank für die geile Orga. Ja, immer. Man sieht auch an den Knie, du warst im Training. Ja, auf jeden Fall. Ich war in Island. Das vier ist Wochen. Richtig. Das ist, aber mit langer Hose, ne? Ja, natürlich. Ja, war so. Da sieht man auch keine Mitternachtssonne, ne? Nee, macht gar nichts, dass ich 3 Minuten zu spät bin, ey. Oh. Komm, durchwechseln nochmal, komm. Kommt doch ein Dicker für den nächsten, ey. Geh nochmal drauf da, Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, fick doch die Hühner, ey, ganz ehrlich, ey, das ist doch jedes Mal dasselbe. So, Männer, komm, wie auf der Reeperbahn, nochmal anbieten. So, wir stehen im wie immer. Trafford. Wie sieht's? Kann ich auch mit meinen Jungs hier nächstes Jahr antreten, ey. Zum Kotzen ist das alles. Baut 2 Blöcke auf, 2 schöne. Dann können auch mal die kommen, die jetzt, sag ich mal, an der Tasse besser sind. Der Titel muss auch noch geholt werden, teilt auf. Da muss jemand laufen, muss Getränke holen, auf dem Platz muss auch jemand laufen. Versucht das zweite Spiel tatsächlich mal zu gewinnen. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Schön, Junge! So, Ansage eben gemacht, das hilft jetzt. 6 Minuten. Ja, jetzt. Egal, dann zieh doch. Ja! Ja! So, und jetzt wechseln, komm! Wo sind wir denn hier, ey? Bei den Pinky Unicorns oder was? Ja, ja, okay. Sag mal! Bist du besoffen oder was? So, gewonnen. Ich hol 2 Tabletts oder was auch immer, oder 1 Meter. Uwe, gib mir Runde! Der Uwe hat die Runde gegeben! Mit 1 und 3 Wochen! Kicken! Für deinen Verein, du hast ja gesagt, du bist ja HSV-Fan. Oh, ja. Ja. Deswegen haben wir gesagt, das passt ja jetzt auch für das Wetter. Ne? Es heißt übrigens nicht mehr HSV-Fan, sondern Hamburger mit Relegationshintergrund. Zum Glück aber ein Kreuzfahrtschiff im Team, ne? Hatten wir letztes Jahr alles schon mal. Alles. Mehr sage ich nicht. Aber in diesem Jahr läuft für mein Team Kick and Quatsch alles wie geschmiert. Siege und Tore am laufenden Band. Für mich also Zeit, auch mal außerhalb meiner sportlichen Aktivität, ne, die tolle Veranstaltung zu genießen. Und am Ende zeichnet sich dann für meine Jungs nach einem ganz starken Turnier der verdiente Lohn ab. Finale! Oh! Yeah!
Meisterding. Scheiße! Vielen Dank, Dankeschön, wir kommen wieder. Es hat Spaß gemacht, danke. Vielen Dank, Uwe.